Sehr schön, hat auch gezielt. Gut, wir haben ja noch, wie gesagt, hier noch ein... Oh, guck mal. Eine Schafsteinhöhle. Da finden wir Höhlenmalerei und Deja Hand. Müssen wir auch nochmal die ganze Sammelei. Da wollte ich euch übrigens auch mal nachgefragt haben. Wie sieht's denn bei euch aus? Also die Leute, die das Let's Play jetzt hier gucken. Wie sieht's denn aus mit alles sammeln und so? Sollen wir das auch machen? Komplett alles sammeln? Oder soll ich das... Keine Ahnung, oder sollen wir das einfach weglassen? Einfach nur generell die ganzen Gebiete hier freiräumen, wie die Außenposten und die Leuchtfeuer und halt die Mission machen? Oder sollen wir halt auch, sag ich mal, die ganzen Sachen sammeln, wie diese Deja-Hand, die Höhlenmalereien oder hier zum Beispiel die Masken? Sollen wir die dann auch sammeln? Also, ich meine, ich überlasse euch mal die Entscheidung. Schreibt das ruhig mal hier unter dem Video in die Kommentare. Würde mich mal brennend interessieren, ob ihr das auch sehen möchtet, wie wir dann so ein bisschen suchen. Und, oder ob ihr halt einfach nur sehen möchtet, ja, hier storymäßig und pipapo und halt, ja, Außenposten. Ich meine, Außenposten und Leuchtfeuer sind ja auch eigentlich immer wieder dasselbe. Nur klar, die Missionen sind natürlich anders. Und ob wir halt natürlich auch, kleinen Moment bitte. Oder ob wir natürlich auch, ja, die Nebenmission machen. Ne, wenn ihr helfen, suchen und retten. Oder halt hier die Höhlenmission. Oder halt die, ja gut, die großen, ne, Mammutjagd und sowas alles. Ob wir das machen. Überlasse ich euch einfach mal die Entscheidung. Und, ja, dann gucken wir mal. Ach, guck mal, hier ist auch. Urki, der Denker. Ach, der lebt ja noch. Ach, das ist ja dieser Bekloppte, ne? Stimmt. Komm, wir machen mal da eine Schnellreise hin. Dann gehen wir mal da hin. Stimmt, das ist ja der Bekloppte, der in so ein paar Folgen diesen, ja, sein Schniedel ins Bild gehalten hat. Und ich sollte den Speer auf die Brust werfen. Der war so, der ist total bekloppt, ist der. Der ist total bekloppt, ist der Kerl. So, ich schau mal, habe ich alles? Bienenschwarm machen wir nochmal. Können wir hier so ein... Ja, können wir machen. Geil. Ein Berserker-Dings. Nehmen wir mal mit. So. Was wollte ich gesagt haben? Genau, ob ihr das gerne sehen möchtet, ob ihr das, ob das dazugehört oder so, das könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, würde mich echt freuen. Und, ah, wie süß. Oh. Flup. Flup. Oder ob ihr das nicht sehen möchtet, ob ihr einfach nur, wie gesagt, die Story sehen möchtet oder so, würde mich jetzt mal brennend interessieren. So. Ach ja, da ist er ja wieder. Stimmt ja, da war ja was. So, dann gucken wir mal. Auf geht's. Ja, machen wir. Longta! Longta! Oh, na horse! Woo! Woo! Horse Urki! Whack horse! Whack what daddry! Whack what daddry! Oh, horse Urki fat ass cash yarsh! Urki nawa fadas dausa. Urki nawa badass. What, badass? Trash, trash. Oh, pass the mask and now a fadass. Now a fadass, how harsh Chautauqua. Woo! Oh, who fadass wada? Harsh quar, sakwabara budakwala. Sakwabara budakwala. Ich finde Mief und bring was Bär? Oh Gott, der Typ ist so durch, ne? Ohne Scheiß, der ist so durch, der Junge. Urkis neuer Mief. Oh Gott, besorge die Mief-Zutaten für Urki. Oh Gott, was sind das für Missionen? Das sind definitiv die geilsten Missionen hier in Far Cry Primal. Aber was ist, der Typ ist so durch. Ohne Scheiß, der ist so durch, der Junge. Das gibt's überhaupt nicht. Alter Schwede. So, wir müssen da oben irgendwie hin. Gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Ich feiere die Musik immer in dem Spiel. Die ist so geil. Ah, die Musik ist total... Die Musik ist total geil. Ich mag sowas. Dum, 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 dum. Müssen wir jetzt einen Bären auch erledigen? Ach, guck mal da. So, da müssen wir hoch. Machen wir mal. Ich hoffe, wir fallen jetzt nicht runter.
So, das hat wunderbar geklappt. Da können wir raufklettern. Ja, sehr schön. Wunderbar. So, sind wir schon mal oben? Besorge die Mief-Zutaten für Urki. Hier komme ich nicht drüber weg. Ohne Spaß komme ich nicht drüber weg. Oh, ein seltenes Blatt haben wir. Ist das ein Braunbär? Was? Warum hüpft er denn so? Warte mal. Lass das. Aua, Alter. Was? Uah, Hilfe. Lass das. Wieso haut er jetzt ab? Na, greif ihn doch an. Na, wieso? Ey, was macht denn unser... Hä? Na, nein, er ist verbuggt. Unser Bär ist verbuggt. Scheiße, unser Bär ist ver... Der ist tot? Was? Hä? Okay, er ist verbuggt. Unser Bär ist verbuggt. Wir müssen einen neuen rufen. Ja, sauber. Sehr schön. Gucken, was für ein Bär das ist. Hallo? Höhlenbärenfell. Cool. Aber was mit unserem anderen Bären ist, weiß ich auch nicht. Ne? Das ist irgendwie... Wo ist er denn? Ach, der ist weg. Okay. Irgendwie war der gerade total verbuggt. Und hier sind wieder so viele... Oh, so viele Mammuts. Ich mag diesen Ort hier. Hier waren wir schon mal. Das ist voll geil. Ich sehe das sehr, sehr gerne. Schick mal eben den wieder weg. Oh, ich mag das voll. Wie cool das aussieht. Kommt man sich wirklich vor wie so ein... Boah, wenn du dir das vorstellst, so in VR, in VR, Alter... Und dann läufst du hier so rum und siehst du die Mammuts. Und jetzt stell dir mal vor, sowas mit Dinosaurier in so einer Landschaft hier. Auch nur mit Pfeil und Bogen. Boah, das... Deswegen freue ich mich ja so riesig auf Horizon Zero Dawn. Das wird, ja, Alter, das wird so geil. Sind zwar so, ja, auch Steinzeit, aber so ein bisschen mit Technikuniversum. Also mit so Roboter-Dinosauriern. Aber das wird auch so geil. Bin auch überlegen, ob ich davon dann ein Let's Play mache. Wir müssen finden Nordhorn-Dung. Honigwabe, Braunbär, gezähmt? Was? Wir müssen einen Braunbär zähmen? Hilfe! Was soll das denn? Okay, das Zähmen geht ja eigentlich leicht. Sollten wir also hinkriegen. Ich nehme mal währenddessen hier so ein bisschen Holz mit, wenn wir schon auf dem Weg sind. Können wir ja machen. Können wir ja gut gebrauchen. Bisschen abgrabbeln wieder alles. So. So, also schauen wir mal. Da ist auch noch ein bisschen Stein. Entschuldige bitte immer, wenn ich das so. Bitte was? Wo kommen die noch einmal her? Die waren noch gerade nicht da. Die waren noch gerade nicht da, oder? Ja, ich komme her. So, ciao. Wie sie noch am Winken ist, ne? Ich soll aus dem Busch kommen. So. Jetzt muss ich mal gucken. War das nicht hier, wo wir den großen Bären gehen? Ah, guck mal. Warte mal. Ich muss den ja zähmen, ne? Kriege ich das hin? Er traut sich noch nicht. So, jetzt vielleicht, ja. Ganz ruhig. Jawoll. Na du? Okay, durch den Kopf streicheln wir. Das können wir bei ihm. So, den haben wir jetzt auch gezähmt. Den haben wir jetzt, wo ist er jetzt? Hier ist er. Braunbär aktiv. Der hat Stärke. Ah, der hat sogar mehr... der hat ein weniger Stärke wie unser großer Narbenbär. Ist aber okay. Okay, damit haben wir schon mal... Was, du kannst alle gezähmten Bären und Säbelzahntiger reiten. Ah, wie cool ist das denn? Ach, Tatsache. Okay, das klingt falsch, wenn man das so sagt, aber naja, gut. Yeah! Wie geil.
dass man sogar Bären jetzt reiten kann. Wie cool. Yes, Survival. Kann ich dann auch hier abgrasen, irgendwas hier zwischendurch? Nee, ich dachte, wir müssen irgendwie hier hin. Weil wir brauchen ja auch... Okay, hier komme ich, glaube ich, nicht runter, oder? Brauchen Honigwabe und alles. Ah, wie geil. Da ist man viel schneller... Was, was? Ich wollte schon sagen, was greift mich denn da an? Wir müssen irgendwie runter. Vielleicht kriegen wir da unten die Honigwabe und das Nashorn-Dung. Nashorn-Dung ist doch bestimmt Nashorn-Scheiße, oder? Kann das sein? Yeah, Survival! Yeah! So, wir müssen... Hä? Wo ist denn der Wegpunkt? Das sind die. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir von denen? Müssen wir die erledigen, oder... Oder liegt das einfach hier rum irgendwie? Hier, das ist doch... Da ist es. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich muss mal absitzen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Boah, ekelig. Das ist gemein. Das ist gemein. Zwei gegen eins ist gemein. Hau bloß ab. 2 gegen 1 ist echt gemein. Na, komm her, du so... Das gibt's doch nicht. Hau bloß ab, sag ich dir. Uah, uah, lass das. Aber wie gesagt, der Bär verträgt nicht so viel. Wie fies der aber auch ist. So hinterhältig, weißt du? Nein, schmeiß sie daneben. Gott sei Dank. So, damit haben wir die auch durch. Alter, müssen wir echt Kacke sammeln. Das ist doch unfassbar. Also was das Spiel noch alles so, ja, für uns bereithält, bin ich mal sehr gespannt. Ja. 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 So, warte. Ich nehme wieder den Bogen und den Speer. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir noch ein bisschen Nashorn und Kacke finden. Ich nenne es jetzt einfach mal Kacke. Finden wir noch... Ah, hier. Na. Boah, sonst noch irgendwo? Bisschen Holz nochmal mitnehmen. Mal gut gebrauchen für Speere und für Pfeile ja wieder. Ist auch nochmal ein bisschen was. Unser Bär ist... Oh, ach, unser Bär ist noch gar nicht richtig wieder geheilt. Deswegen lasse ich ihn nochmal füttern. So. Aber wo finden wir denn nochmal? Ah, hier. Ist ein bisschen Kot. So. Einmal noch. Spawnt das hier immer wieder oder müssen wir... Oder gibt es hier verschiedene Orte? Wo Kacke liegt. Ah, hier liegt nochmal Kot. So. Jetzt haben wir dann 5-mal. Und jetzt brauchen wir noch die Honig... Uah. Habe ich mich jetzt erschrocken. Brauchen wir noch die Honigwabe. Die scheint wahrscheinlich da oben zu sein. Sieht zumindest danach aus. So. Juppie. Okay, das geht nicht wie bei Call of Duty. Einfach so springen und dann Kreis, dass man so auf den Boden rutscht. Bin so im Call of Duty-Modus. Wo ist der Wegpunkt? War da nicht gerade hier noch? Wo finden wir denn hier eine Honigwabe? Der Bär müsste doch normalerweise Honig riechen, oder? Der müsste doch wissen, wo Honig ist. Duckt er sich auch? Nein, okay. Doch, ein bisschen. Na toll, jetzt wird's Nacht und ich werde diese Honigwabe bei Nacht bestimmt noch besser finden. Ach, guck mal da. Muss ich die abschießen? Bestimmt. Ich mach das mal mit einem Pfeil und Bogen. Ist, glaube ich, besser. Jetzt muss man natürlich ein bisschen warten, bis die Bienen weg sind. Ist da noch eine Honigwabe? Oh Gott. Können die mal verschwinden? Oh Gott sei Dank. So, Bienenschwarm. Blaubeerblatt, was? Ich habe doch gar nichts aufgesammelt.
Wieso kann ich die Honig... Hä? Na toll, das ist ja super. Warte mal, ich zünd mal in den Pfeil an, damit wir ein bisschen was sehen. Na, das ist ja super. Was muss ich denn da machen, um die Honigwabe zu bekommen? Oder einfach dran gehen ist ja auch Quatsch, ne? Weil die Bienen, die werden mich ja wahrscheinlich wegjagen, wenn ich bei denen am Nest dran gehe. Da ist auf jeden Fall auch ein Bär oder so. Was? Ja, quasi. Ach, da oben. Wo ist denn hier noch? Hä? Na toll. Okay, der Pfeil hält nicht so lange bei Nacht. Oder beziehungsweise der Brennstoff hält auf dem Pfeil nicht so lange wie bei der Keule. Deswegen wechsle ich mal auf die Keule, auf die kleine und zünd die mal an. Ein bisschen mehr Licht haben. Südstein nehme ich mit. Ach, Feuerstein. Guck an. Nein, ich will nicht wieder den Witz machen. Der wird beim 100. Mal auch nicht besser, wenn ich sage Fred Feuerstein. Genau wie Cosma. Ich glaube, den Witz habe ich jetzt schon oft genug gebracht. So, warte mal. Wo sind denn hier noch Bienenwaben? Also, oder beziehungsweise Bienennester? Hm. Immer wieder Nester? Bienennester. Ich meine, wenn wir schon hier suchen, dann können wir eigentlich auch ein bisschen was mitnehmen, aber... Hm. Ich gehe mal so die Richtung. Vielleicht wären wir ja da ein bisschen glücklicher. Okay, Tasche bereits voll. Brauchen kein Holz mehr sammeln. Gut zu wissen. Aber der hängt doch meistens an so einem... Ach, da ist schon wieder. So, warte mal. Jetzt ist da... Warte mal. Kann ich da einfach so dran gehen? Geht das? Doch. Okay. Jetzt hat er die Bienen... Okay, die Bienen war aber einfach in die Tasche gesteckt. Und mit den Bienen. Keine Ahnung. Ich will es gar nicht. Okay, die spawnt da also immer wieder. Dann machen wir nochmal so einen Rundgang und vielleicht taucht die ja irgendwann wieder auf. Kann ich nochmal ein bisschen Südstein mitnehmen oder ist die Tasche auch voll? Nee, okay. Okay, pass auf, dann gehen wir nochmal ein bisschen weg und gehen dann nochmal hin. Vielleicht spawnt die ja dann da wieder. Ah, da ist nochmal eine Bienenwabe. Guck mal, da. Aber da ist auch ein Bär. Scheiße, jetzt will er da dran, ne? Toll, super. Ist er mittlerweile wieder nachgespawnt? Nee, ne? Scheiße. So, warte mal. Willkommen in den Dschungel, dort kann uns keiner sehen. Dort machen wir bum bum, dort machen wir bum bum. Das hält den Tarzan jung. Okay, die ist nicht nachgespawnt. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Bereich da hinten auch noch eine Wabe ist. Kann der jetzt mal vom Baum gehen? Okay, wisst ihr was? Egal. Ist mir egal. Gehen wir hin. Nehmen eben schnell mit und dann... Der soll einfach abhauen. Der soll einfach abhauen. Der wird uns so oder so angreifen. Oder? Oder auch nicht. So, komm her. Zack. So, noch eine. Schnell weg. Bevor der Bär kommt. So. Jetzt bestimmt die andere wieder gespawnt. Oder? Nein. Achso, das kann sein, weil ich es jetzt zerschossen habe. Vielleicht deswegen. Okay, also muss es hier irgendwo im Bereich noch so einen Baum geben, wo sowas dranhängt. Natürlich super, dass man das bei Nacht machen muss. Oder beziehungsweise, dass ich natürlich wieder so lange gebraucht habe. Hm. Unser Bär atmet auch sehr schwer. Ich weiß gar nicht, warum. Brauchst du nicht so abhetzen. Ganz gemütlich gehen. Wir haben alle Zeit der Welt.